Ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Beim letzten Mal haben wir Nigel, den Eulensäufer, vor einem bösen Schicksal bewahrt, weil er fälschlicherweise von der Polizei verdächtigt wurde, jemanden getötet zu haben. Und tja, nun denke ich, geht es weiter mit Jacob und Charles Darwin. Sequenz 4, der Ursprung des Sirups. Jacob bereitet sich darauf vor, die Anstalt zu infiltrieren, um den Erfinder des Beruhigungssirups zu finden. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Fahr, verflucht! Los! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Scheiße! Wie viel Darwin Ihnen noch zahlt, das ist es nicht wert. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tiefe sitzen? Gar nicht tief. Na, falls Sie mich einschüchtern wollen, Sie Grobian, verschwenden Sie nur Zeit. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was immer auch Darwin will, er wird es nicht kriegen. So ist's weg. Der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann! Stopp! Um Himmels Willen, stopp! Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Ganz ruhig. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir. Die Kutsche ist leer. Ach nein, da ist es. Und? War das so schwer? Ja! Gut. Machen Sie es gut, Mr. Owen. So. Ich habe das dumpfe Gefühl, es geht nur im Zug momentan weiter. Oh nein, was hat er jetzt wieder angestellt?
Bravo, Mr. Gatling. Toll. Du müsstest sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Das ist ja toll. Oi, Mr. Fry, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, Scheiße. Weg! Ja, wollen wir noch mal gucken, ob wir damit schießen können. Dies war das Ende von Jacob Fry. Gut, ich darf sie nicht zu lange am Stück benutzen und muss sie auch nicht entklemmen oder wie auch immer man das sagen möchte. Hallo, ihr Schnaggibutzis. Die haben uns gleich. Ja.
So. Es gibt alles Mögliche zu tun in dieser riesigen Stadt. Einiges ist sogar legal. Das ist schön. Sequenz 4. Eine Kiste macht die Biege. Ivy hat eine Spur zum Standort des Edenspiegels der Templer. Aufregende Nacht daheim für Ivy Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krank heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Jetzt sind's die beiden dabei. Dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorn. Vorsicht! Verdoppel die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorn, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Mhm. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Gut, ich darf Ivy spielen, das ist ja schön.
Mal. Du kannst dich da nicht von mir verstecken, Missy. Bin ich Missy? Missy ist der Master. In Doctor Who. Ciao. Aber Jack, jetzt solltest du dich nicht um die Schützen kümmern? Okay, Polizisten. Ich bleib mal verborgen, bis die Polizisten sich verzogen haben. Von ein paar Toten wirst du keine Antworten erhalten. Hau ab. Ist der zu doof, in seine eigene Kutsche zu steigen? Nein. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Na los! Und ich bin weg. Ein Messer an deiner. Wir müssen die Kiste an einen sicheren Ort bringen. Was glaubst du, was ich hier gerade versuche? Wenn ich raten müsste, vielleicht uns beide töten? Wirklich kämpfen wollt, dann kommt doch her! Denk mal, wenn wir mit Papieren leben, wenn wir Zeit hätten. Hör auf!
Jacob ist tot. Die sind alle Großmaul. Bin einfach nicht gut genug im Schießen. Ich weiß nicht, wie ich das hier überstehen soll. Und wo ist dein Edensplitter? Bring uns hier raus, dann erfahren wir es vielleicht. Hi. Ist die lieber, wenn ich anhalten würde? Das ist eine Trottel. So, ne? Ah, da geht der Spaß weiter. Wetten, ihr trefft meine Schwester nicht? Wetten doch. Meine Schwester verpasst euch eine Trampprügel. Halt die Klappe. Hat sie aber noch. Heidewitzka. Wir haben den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Camden-Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Sehr hübsch. Stocker, sprühst du so eine gewisse Lebensfreude? Lebensfreude, aha.
So. Wie sieht es denn aus? Wir haben ein paar Nebenquests. Charles Dickens. Und das da sieht... Ich weiß nicht, wonach aus. Du Lipsing. Gut, Charles Dickens ist für Level 4, das andere für Level 5. Wir machen erstmal Charles Dickens. Warte, ich sollte zwischendurch nochmal shoppen gehen, weil ich habe keine Medizin mehr oder nur noch sehr wenig. Zwei Fläschchen noch. Und über die Effektivität lässt sich streiten. Ein Dieb! Ein Dieb! Bitte! So hilft mir doch jemand! Haltet den Dieb! Jemand muss helfen! Du! Hilf mir doch, bitte! Das Schwein ist da lang gelaufen mit meinem Geld! Das wirst du bereuen! Schauen wir doch mal, was der gute alte Charlie von uns will. Aber das macht er dann jetzt in der nächsten Folge. Wenn ich da bin, ist die Folge zu Ende. Aber so könnt ihr noch ein bisschen Landepanorama mitnehmen. Ab. Gut so. Weiter. Gutes Mädchen. Okay, dann gehen wir noch hier rechts ab irgendwo. Hier scheinen wir noch nicht. Das ist mal gesagt, dass wir hier vorne rechts abgehen. Gut so. Hier sieht es ein bisschen ländlicher aus. Oh, da oben hinten ein anderes Fragment. So, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne Likes und auch Kommentare da. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate dann wieder. Bis dahin und... Come on down to London town. Steam train run.
Shuttle harder 'cause we're on your tail. London.